Ja, hallo meine Lieben, ich möchte euch mal sozusagen das Wort zum Freitag mitgeben, während ich hier die Kaffeemaschine reinige. Und erst ein kleines Learning aus der Woche, wie ich es halt immer jetzt so mache, ne? Also freitags, dass ich euch da ein Video mache und dann einfach euch mal die Learnings der Woche so ein bisschen ganz pauschal mal mitteile. Und ich meine jetzt halt wirklich in jeder Hinsicht, ich würde sagen, wir hatten wieder einige Vorstellungsgespräche, Erstgespräche, wir machen das ja so, ein fester Prozess bei uns. Wir stellen also so ein, also erstmal ein Telefonat, dann ein 15-minütiges Zoom-Call, dann, wenn es sich anbietet, ein Vorortgespräch, dann ein Schnuppertag, ja, und dann entscheiden wir uns unter Umständen, ob wir dann die Person sozusagen eine Probezeit mit 14-tägiger Probezeit einstellen, ja, für 3 Monate. Und dann ist letztendlich so, dass wir immer wieder feststellen, auch bei, ja, bei Kunden oder potenziellen Kunden, die mit uns arbeiten oder mit uns arbeiten wollen, auch wieder da gewisse Muster vorhanden sind. Da haben wir gedacht, vielleicht ist es ja was generell, was Menschen häufig gerne tun, dass sie letztendlich zu kurzfristig denken. Ja? Also was meine ich damit? Zum Beispiel, oder nicht, sagen wir mal, ihre Planung generell, sei es jetzt fürs Business oder auch für den Werdegang, für die Karriere, was ich arbeiten möchte, nicht von hinten her nach vorne denken sozusagen. Also ich nehme euch mal ganz kurz mit zum Whiteboard. Mir jemand sagt, okay, ich habe das Problem der Neukundengewinnung, dass es einfach zu teuer ist, mir Neukunden zu gewinnen. Ja, also letztendlich mal angenommen, mein Kundenwert ist bei ungefähr 15.000 Euro. Na, das haben wir ja also mal so irgendwie als Softwareentwickler einen Monat lang arbeiten. Ja, und ich hau jetzt einfach mal so pauschalisierte Eurobeträge raus. Also mal angenommen, mein Kundenwert ist 15.000 Euro. Und es kostet mich teilweise 10 bis 15.000 Euro, diesen Kunden zu gewinnen. Ja, sei es jetzt über sehr, sehr teure Google Ads, ja, in der Softwareentwicklung ist teilweise Klickpreise von 5 bis 10 Euro und dergleichen. Ja, kann man auch günstiger machen, aber generell gesprochen ist es schon nicht ganz günstig. Ja. Oder sag mal im Recruiting, ne, dass Leute sich einfach sagen, okay, ich habe jetzt schon ein paar verschiedene Sachen ausprobiert, ja, 2, 3 Studiengänge und jetzt habe ich mich aber für Informatik entschieden. Ne, und das ziehe ich jetzt aber auch durch, ja, die Informatik. Ne, also das dauert zwar 5, 6 Jahre insgesamt mit Master und allem drum und dran, ja, aber es zieht jetzt durch. Und wenn ich dann so jemanden habe im Vorstellungsgespräch, dann stelle ich halt immer die Frage, da fehlt doch noch was. Du hast jetzt bereits ein paar Studiengänge ausprobiert, ja, was weiß ich, ABC, ja, Sozialpädagogik und Wirtschaft und BWL und jetzt hast du dich für Informatik entschieden, mal angenommen. Aber das fehlt doch der entscheidende, die entscheidende Frage ist doch das Warum, ja, letztendlich, ja. Das heißt, in der Karriere wäre es das Warum, warum möchte ich, was ist denn letztendlich das Endziel oder das Endergebnis oder zumindest das Etappenziel? Ich sag mal, was ist denn das Etappenziel? Der Milestone, auf Englisch sagt man so schön Milestone dazu. Denn wenn ich den eindeutig und klar definiert habe, meine lieben Freunde, ja, dann kann ich Folgendes machen, dann kann ich hier wieder zurück zum Anfang gehen und Folgendes betreiben. Reverse Engineering. Ja, dann kann ich, wenn ich das Endziel oder das Etappenziel so klar und deutlich wieder irgendwie definiert habe für mich, dann kann ich Reverse Engineering und dann kann ich genau feststellen, okay, was brauche ich, um dieses Ziel zu erreichen? Ja. Und was halt zum Beispiel auch im Business viele da ein bisschen verkehrt machen, ist letztendlich, dass sie vergessen, dass wenn sie hier einen Neukunden gewinnen, der hat ihnen, sagen wir mal, 10.000 Euro gekostet,
den zu akquirieren. Da fallen ja einige schon aus dem Wolk, weil sie mit ihren Kunden teilweise nur 10.000 Euro verdienen. Aber sie vergessen eine ganz wichtige Sache, und das sind Folgekäufe. Das Geld heutzutage, wir haben ja nicht mehr 2000 oder 2018 oder 2014, wo Facebook noch irgendwie für 5 Cent du Facebook-Werbung schalten konntest. Oder 2002, wo du für 10 Cent Google-Werbung schalten konntest oder was weiß ich. Ja? In der heutigen Welt, wo jedes Jahr Online-Werbung teurer wird, ja? Google, egal was es da ist, ja? LinkedIn und so weiter, verdienst du das Geld im Folgekauf, mit den Folgekäufen. Und deswegen musst du, egal was du machst, immer schon ein, zwei Schritte weiterdenken. Die meisten machen den Fehler, dass sie immer nur den ersten Schritt denken, also bis zum ersten Kauf, ich habe den neuen Kunden gewonnen und weiter wird teilweise schon gar nicht mehr gedacht. Und das ist ein massiver Fehler, ein massiver Fehler. Genauso wie mit, wenn ich jetzt, und das ist eine wirklich krasse Parallele, das ist einfach ein Muster, den die Menschen sehr gerne verkehrt machen. Ja, dass du zum Beispiel, ob das jetzt halt hier in der Kundengewinnung ist oder in meiner Entscheidung, welche Karriere ich machen möchte, welches Studium ich machen möchte, ich sage das Gleiche. Ja? Ich sage mir, okay, ich habe jetzt schon 3 verschiedene Sachen ausprobiert und jetzt ist das Studium. Okay, aber warum? Was ist denn das Endziel, das ich erreichen möchte? Zum Beispiel Informatik, ich möchte programmieren lernen. Ja, aber warum? Möchte ich auf Bali arbeiten können? Ja, am Strand deutsches harte Währung verdienen und dort, sagen wir mal, zum Mietpreis, wo ich jetzt in München 2-3 Zimmerwohnungen maximal bekomme für 2.500 Euro, kann ich da unten in einer Villa wohnen. Dann wäre das schon das Ziel, das eigentliche Ziel. Und wenn ich das vor Augen habe, dann kann ich letztendlich auch durchs Informatikstudium durchgehen. Und wenn es mir Spaß macht, ist gut, aber egal was du machst im Leben, es ist nie immer nur Spaß. Ob im Business oder in der Ausbildung oder egal, oder im Privatleben. Aber wenn du dieses Endziel dir mal eindeutig auf deinem Vision Board, ja, mach dir mal ein Vision Board zu Hause. Ja, wenn das eindeutig definiert ist, meinetwegen auf dem 2-Jahres-, 3-Jahres-, 5-Jahres-, meinetwegen auch 10-Jahres-Modus, zu lange würde ich es nicht in die Zukunft machen. Ja, also die Zeiten sind vorbei, wo du quasi als 20-jähriger Schuster gelernt hast und bist dann quasi, bis du in Rente gegangen bist, bist du dann Schuster geblieben. Die Zeiten sind lange vorbei. Aber so maximal, würde ich mal sagen, 1, 2, 3 Jahre, 5 Jahre in die Zukunft, dir ein ganz klares Ziel setzen und dann reverse-engineeren. Dann kannst du sagen, okay, das und das und das und das und das. Das sind die Skills, die ich lernen muss. Ja? Das und das und das und das, die Kampagnen, die muss ich aufsetzen, um den Neukunden zu gewinnen. Und dann muss ich sozusagen die Folgekampagnen schalten. Dann muss ich mein Lifetime Value, mein Konzept des Lifetime Values muss ich so und so und so ausrechnen. Dass ich letztendlich am Ende des Tages, ja, Folgekäufe habe, dass ich, wenn ich einmal einen Kunden gewonnen habe hier, der quasi die Möglichkeit besteht, ich muss ihm die Möglichkeit bieten, dass er bis ans Ende meines Lebens sozusagen mein Kunde bleibt. Ja? Lebenslange Partnerschaften sind im Privaten wie im Business die mit Abstand lukrativsten, und ich meine es jetzt im positiven Sinne für beide Seiten, ja? Die positivsten und die lukrativsten Return on Invest, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Ja? Und da hatte ich heute auch eine Bewerberin dran, die sagt, ich möchte einen Werkstudentenplatz. Ich habe jetzt gerade zum Studieren angefangen, aber nicht sowas wie, ich möchte kein Hopping machen. Ich möchte nicht alle halbe Jahre mir eine neue Firma suchen müssen, wo ich einen neuen Werkstudentenplatz, sondern ich möchte das idealerweise mit einer und derselben Firma ein paar Jahre lang durchziehen. Und das ist bravo, ja. Weil sich dann weil sich die Dinge potenzieren. Natürlich ist dann auch da mal irgendwann, muss man mal wechseln, neu frischen Wind und so weiter, ist schon klar. Ja. Aber zum Beispiel auch ein Vertriebler. Es gab immer so eine Regel, dass auch Senior-Vertriebsmanager, also in der IT-Branche Sales-Manager,
Die große Masse der Sales Manager in der IT-Branche wechselt alle 2 bis 3 Jahre ihren Job. Weil dann haben sie irgendwie ihre Kontakte sozusagen alle ein paar Mal. Also, ja, ist meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz, weil das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, will ich jetzt nicht sagen. Ne? Also, man hat dann eben so eine Probezeit, so eine Phase, dann hat man vielleicht ein paar Kontakte, die hat man mitgenommen aus dem Umfeld, ne? Aber es beweist nicht so richtig, dass man wirklich ein guter Vertriebler ist. Und dann so nach 1-2 Jahren hat sich dann auch wirklich bei dem Letzten durchgesprochen. Dann hat auch irgendwann der CEO oder der Chef oder der Vertriebsleiter dann verstanden, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Das dauert dann meistens dann auch nochmal eine Zeit lang, dass er das dann sozusagen dann sein Gehirn das zugibt. Und dann nach 2-3 Jahren ist er wieder weg. Und die richtig guten Beziehungen, ja, die starten erst nach 2-3 Jahren. Ja? Also ich habe zum Beispiel auch Leads gemacht für die FIS, ja, 1 Jahr lang mit denen gearbeitet. Und viele von diesen Leads, die sind dann erst gefruchtet das Jahr danach. Ja? Bis heute noch. Ja? Ich weiß es deswegen, weil ich ab und zu die IT-Leiter anrufe und ja, die bauen Workshops, E-Shops und dergleichen, teilweise Projekte, die 7-stellig sind. Und das ist halt das Entscheidende, das ist wirklich das Entscheidende. Dieser Timeframe, dieser Horizont, ja. Ja, mal 1, 3, 5 Jahre in die Zukunft blicken und sich wirklich hier über das Ziel Gedanken machen. Und da liegt meiner Meinung nach der größte Leverage. Ja. Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein.